Busunternehmen verjüngt Fuhrpark. Die Blauner Omnibus Betrieb GmbH kann sich seit heute stolze Besitzerin von 4 neuen Bussen nennen. Dafür nahm das Unternehmen mehr als 500.000 Euro in die Hand. Der Freistaat packte noch etwas drauf, sodass unterm Strich knapp 870.000 Euro zu Buche stehen, die an den Konzern mit dem Stern überwiesen wurden. Die Investition war zum einen nötig, da einige Fahrzeuge in der Omnibusflotte in die Jahre gekommen sind und durch die Neuanschaffung ersetzt werden. Es gibt natürlich einen weiteren Grund. Es werden immer höhere Ansprüche gestellt an die Leistung, an die Dienstleistung, die wir hier im Territorium erbringen. Eine davon ist sicherlich diese Sicherheitsstandards, die dort heute gefordert werden, und die Umweltstandards. Und das macht es einfach notwendig, in neue Technik zu investieren. Mit den Bussen geht das Verkehrsunternehmen saubere und kraftstoffsparende Wege, denn die Fahrzeuge erfüllen die Abgasnorm Euro 6. Außerdem sind sie erstmals mit einer Brandmeldeanlage ausgerüstet. Die Niederflur- bzw. Standardlinienbusse sind behindertengerecht ausgestattet und kommen im Schüler- bzw. Linienverkehr vogtlandweit zum Einsatz.